Hey ho und herzlich willkommen hier in Joraikos Staubstube zu einem weiteren Spotcast, einem weiteren RPG Maker Musik Spotcast. Es ist der dritte Teil des 16. Spotcasts. RPG Maker Themes, bekannte Themes, favorisierte Themes, ikonische Themes. Es ist wahrscheinlich erst einmal für die nächsten Monate und damit meine ich wahrscheinlich auch auf längere Sicht der letzte dieser Spotcasts, denn wir haben jetzt zwei davon gemacht. Heute kommt der dritte, nochmal mit einigen ausgewählten Themes meinerseits. Ich habe hier 17 vor mir, die mir noch einmal ganz wichtig waren, die ich teilweise vergessen hatte in den ersten zwei oder die eben noch keinen Platz gefunden hatten. Das ist heute ein gemischter Spotcast mit ganz verschiedenen Themes aus ganz verschiedenen Spielen. Ja, das wird erstmal der letzte RPG Maker Musik Podcast sein, denn ich denke, drei reichen erstmal. Wir haben ganz viele wichtige Musikstücke behandelt. Es wurde ganz gut geklickt, ne? Also ich bin ganz zufrieden damit, wie die Videos gelaufen sind und hab die ja auch einfach gemacht, weil mir das sehr wichtig war. Aber ich denke, drei reichen erstmal. Ne? Wenn ihr da anderer Meinung seid und gerne noch unbedingt mehr davon möchtet, dann dürft ihr mir das natürlich mitteilen. So, aber es wird wieder ein langes Video. Wie gesagt, 17 Themes. Ich muss wieder ein bisschen labern, deswegen fange ich jetzt direkt an. Zuerst einmal widmen wir uns Mondschein, einem Spiel, das unglaublich gut gealtert ist. Einer der großen Klassiker der deutschen Szene und das wird hier mit einigen Stücken vertreten sein, denn da muss ich unbedingt was zu sagen, das habe ich bisher vergessen in den Podcasts, beziehungsweise hat es einfach nicht so gut gepasst. Wir haben jetzt einen längeren Mondschein-Block und wir gehen erstmal ganz sanft rein mit Space Musikbox. Mondschein ist ein Spiel, das unglaublich ambivalent ist und es ist etwas, was ohnehin schon schwer ist, egal in welchem Medium, Spiel, RPG Maker Spiel, kommerziell, Film, völlig egal, denn es ist einerseits sehr humoristisch und absurd und nimmt sich selbst auf die Schippe und parodistisch und andererseits ist es fantastisch darin, dramatisch und ernst und emotional zu sein. Da hat der Ersteller Anikun sehr viel Feingefühl bewiesen. Space Musikbox spielt, wenn unsere Helden, Finn und seine Ehefrau, Freundin Ki. Ja, wer Mondschein noch nicht kennt, na, es ist ein Sci-Fi-Spiel. Finn, ein Astronaut von der Erde, wird von einer nicht näher benannten Alienrasse angegriffen, stürzt dahin auf einen weiteren von Menschen bewohnten Planeten ab und findet sich dort ein, aber einige Jahre später wird eben auch dieser Planet von einer noch nicht näher definierten, maschinellen, sehr aggressiven Rasse namens Henker angegriffen und schließlich auch zerstört. Und Space Musikbox spielt dann eben nach der Zerstörung ihrer Heimat. Sie sind ziellos im Weltall, na, sie befinden sich im Kälteschlaf in Rettungskapseln. Und das ist dann das Stück, das diese Melancholie weiterträgt. Und dafür hat das sehr gut funktioniert. Space Musikbox. So, jetzt kommen wir zu den drei Stücken, die alle mit dem Finale zusammenhängen, die mir eigentlich wichtig sind. Und ich entschuldige mich, wenn es jetzt etwas konfus und durcheinander wird. Das ist jetzt nicht zu vermeiden, weil es einfach sehr schwer ist, das jetzt geordnet rüberzubringen, ohne gleich ins Video überzugehen. Ihr werdet gleich verstehen, was ich meine. Das Finale von Mondschein, ich sagte gerade, die Ambivalenz von Mondschein ist groß. Das Spiel kann genauso gut absurd lustig sein, wie auch packend ernst. Und das wird nirgendwo mehr offensichtlich als im Finale. Denn Mondschein, dieses kleine, bescheidene Makerspiel, hat meiner Meinung nach ja einfach das mitreißendste, packendste und am besten inszenierte Finale eines Makerspiels überhaupt bis heute, ungeschlagen, mit Abstand, muss ich sagen. Denn wie da Musik mit Dramatik sekundengenau verbunden wird, wie Anikun da die Themes, die er natürlich aus anderen Spielen oder Quellen entnommen hat, da exakt mit seiner Inszenierung
parallelisiert hat, ne, und damit wirklich jede Note auf alles, was da passiert im Mondscheinfinale, damit das schön abgestimmt ist. Wie er das gemacht hat, ist verblüffend gewesen. Und was da genau im Finale abläuft mit 1, 2, 3, 4 aufeinanderfolgenden dramatischen Ereignissen, die alle spannend untermalt sind, das bringt mich heute noch zum Staunen. Und es gibt nun 3 Musikthemes, die zu 3 dieser Ereignisse passen. Und ich muss da jetzt leider darauf verweisen, dass ich das gesamte Video von meinem YouTube-Kanal RPG Maker Boss Battles einspielen muss. Also das gesamte Finale von Mondschein muss ich jetzt hier an der Stelle einspielen, ohne die Musikstücke dann direkt zu benennen. Denn es funktioniert nicht anders. Diese Stücke sind großartig und die kann man sich auch so anhören. Aber wenn man das wirklich nachempfinden möchte, wie gut das alles zusammenspielt in der Inszenierung, dann muss man sich das Mondschein-Finale angucken. Und deswegen werde ich das jetzt hier als Video einspielen. Dann eben mit den jeweiligen Musikstücken, die dann auch natürlich im Video anzuhören sind. Das erste Stück davon ist Battle Theme 6, Henkers Theme, wie Anikun es hier benannt hat, und ist eben das Kampftheme, wenn es darum geht, für Finn und seine Frau Ki und ihre Begleiterin Sif und ihr Kind Rem, ihre Welt, ihre neue Welt, in die sie jetzt schließlich gestürzt sind, abermals vor dem großen Antagonisten von Mondschein, den maschinellen Henkern, den wild gewordenen Henkermaschinen, die einen Planeten nach dem anderen, einen bewohnten Planeten nach dem anderen im Universum auslöschen, ziellos und vollkommen ungebremst, geht es nun eben im Finale darum, diese Henker endlich aufzuhalten, das nun im Begriff ist, ihre neue Heimat zu vernichten. Und sie wollen dafür das orbitale Verteidigungssystem, ein System aus Abwehrsatelliten, aktivieren. Das müssen sie in einer Basis machen. Sie sind kurz davor, das Steuerungszentrum dieser Basis zu erreichen. Aber ein letzter Henker, der Henker, stellt sich ihnen in den Weg. Und das ist dann mit diesem Musikstück perfekt untermalt in der Inszenierung. Also wirklich sekundengenau. Das werdet ihr gleich sehen und hören. Im letztendlichen Video, das ich gleich einspielen werde, wurden da leider einige Noten von Windows verschluckt. MIDIs sind ja nur Anweisungen für das jeweilige Windows-System, Noten abzuspielen. Deswegen kann das von System zu System schwanken. Ich werde dann aber versuchen, das richtige MP3 einzuspielen, die richtige MP3-MIDI, damit ihr dann auch das richtige Henker-Stream habt. Im Anschluss werdet ihr dann eine sehr, sehr dramatische Szene sehen, das Orbital Battle, der orbitale Kampf der Satelliten gegen die Henker. Und dafür gibt es dann auch das Stück Orbital Battle, von dem ich bis heute nicht weiß, woher es kommt. Wenn es irgendjemand weiß, ich zahle euch Geld dafür, dass ihr mir die Quelle nennt. Dieses Stück ist in meinen Ohren das beste in einem RPG-Maker-Spiel verwendete Stück jemals. Es ist so schwungvoll, es ist so belebend, es ist so übereuphorisch. Jedes Mal, wenn ich es höre, muss ich, wenn gerade keiner hinguckt, in meiner Wohnung aufspringen und anfangen zu tanzen und zu headbangen. Es hat so unglaublich viel Energie und ist unbeschreiblich positiv, was aber auch ganz eng mit dem Kontext zusammenhängt, der dann in der Szene schließlich stattfindet. Ich spoilere das jetzt, also ich erwähne jetzt alles, was ihr euch gleich ansehen werdet. Das tut mir jetzt leid für diese Doppelung, aber ich muss das eben loswerden. Könnt sonst auch euch zuerst natürlich die Szene angucken und dann nochmal zurückspringen. Aber diese Henker haben eine Welt nach der anderen vernichtet, haben unseren Helden Finn, Ki, Sif, ihre Welten, ihre Heimat, ihre Familien geraubt. Na, das ist das ganze Spiel über das Wissen und der Tenor, der herrscht. Diese Henker sind eine unaufhaltbare Bedrohung, die ein Planetensystem nach dem anderen aus dem Weltall sprengen. Jetzt haben sie aber endlich die Chance, mit dem orbitalen Verteidigungssystem zurückzuschlagen und die Henker in die Tiefe des Weltraums zu lasern. Und das passiert dann schließlich auch, nachdem man 20, 30 Stunden mit dieser Gruppe durch die Welt gewandert ist, immer diese Bedrohung der Henker im Nacken, kann man jetzt endlich zurückschlagen und dieses orbitale Verteidigungssystem, was immer irgendwie so das Ziel am Horizont für die Gruppe war, das wird jetzt endlich aktiviert und die Henker, die bisher unbesiegbare Bedrohung, werden in Stücke gesprengt. Zumindest ist das die Implikation der Szene, die man als Spieler zuerst hat. Und die Musik untermalt das so gut, weil man sich als Spieler in diesem Moment wirklich denkt, fickt euch, ihr miesen, dreckigen, niederträchtigen, maschinellen Kreaturen. Das orbitale Verteidigungssystem ist da, Motherfucker. Also das bringt diese Musik für mich zum Ausdruck und deswegen wird es nie wieder eine Szene geben in einem RPG-Maker-Spiel, in einem 2D-Pixel-RPG, die mich so dramatisch fesselt, die mir so schnell eine Gänsehaut bereitet, immer wieder, wie der orbitale Kampf und das dazugehörige Theme Orbital Battle.
Letztendlich muss ich aber noch ein Stück ankündigen, denn wie sich dann herausstellt, Spoiler für die Szene, die gleich folgt, sind die Henker leider zu stark, zerstören das orbitale Verteidigungssystem der Satelliten und alle Hoffnung ist verloren. Diese Euphorie, diese Hoffnung, diese Energie, die unsere Helden und den Spieler dann mitreißt mit diesem Stück, fällt komplett wieder an sich zusammen. Das ist ein dramaturgischer Meisterzug von Annie Kuhn gewesen. Es ist komplette Hoffnungslosigkeit und alle wissen, Finn sagt seiner Familie jetzt und seinen Freunden, okay, das war's. Wir sind am Ende. Ich kann nichts mehr tun. Es gibt nichts mehr, was wir tun. Die Henker dringen jetzt in den Orbit ein, werden diesen Planeten vernichten. Tut mir leid, wir haben getan, was wir konnten. Das war's. Sorry. Und dann wird schließlich das Stück Rem Saves the Day einspielen. Rem ist die kleine 4-5-jährige Tochter von Finn und Key, die dann auf der Schaltkonsole dieses Steuerzentrums einfach irgendeinen Knopf drückt, ganz random, und dafür Ärger von ihren Eltern kriegt. Aber dieser kleine Knopf, der da irgendwo an der Seite herumstand und dort verfügbar war, ohne dass es da einen Hinweis drauf gegeben hätte, aktiviert das interstellare Verteidigungssystem, die richtig fette Kanone. Und was dann, ich habe es erwähnt, was dann in puncto zeitlicher Inszenierung, Musik, Szenen, die zusammenspielen, was dann passiert und schließlich dann auch das Ende des Spiels einleitet, das bereitet mir jetzt gerade, wenn ich darüber erzähle, eine Gänsehaut. Und das muss man einfach gesehen haben, weil man es sonst nicht glaubt, wie gut und wie stimmig das inszeniert ist. Und deswegen spiele ich jetzt endlich das Video ein. Das Finale von Mondschein, das stärkste RPG Maker Finale, das jemals geschaffen wurde, in meinen Augen. Klar, mit einfachen Mitteln aus heutiger Sicht natürlich alles ein bisschen rudimentär, aber stellt euch vor, dass das einfach Mitte der 2000er so inszeniert wurde. Verzeihung fürs Gelaber, Mondschein. Thank you.
So, damit haben wir unser Mondschein-Segment geschafft. Puh, jetzt kommen wir erstmal alle ein bisschen runter. Und wir gehen nochmal zu Vampire's Dawn. Natürlich, wie könnte es anders sein? Der Papa der RPG-Maker-Szene, das würden viele anders sehen, aber ich sag das jetzt einfach mal so. Na, wir wissen es ja, riesenbekanntes Spiel, RPG-Maker-Szene für die breite Masse geöffnet, bla bla bla. Aber es hat eben auch einfach sehr viele Stücke gerippt. Und das ist jetzt in diesem Kontext wichtig, denn unter anderem gab es da was ganz Entspanntes. SS-13 ist jetzt hier das Stück, das in Vampire's Dawn 2 verwendet wurde. Und das ist so ein ja, ungemein und unerhört positives Dorfmusikstück. Das spielt in einer Stadt in Vampire's Dawn 2 und spielt in einigen anderen friedlichen Städten, in anderen RPG-Maker-Spielen. Und das ist mein Lieblingsstädte-Theme in einem RPG-Maker-Kontext. Denn es ist so beschwingt, es ist so melodisch, es ist so vergnüglich, es ist so ganz positiv und friedlich. Und es sagt dir, hey, das ist eine friedliche Stadt, hier bist du sicher, hier ist alles in Ordnung. Und das ist einfach mal was richtig optimistisch Positives für einen Zynisten wie mich. Deswegen hatte ich sehr viel Spaß mit SS-13, wo auch immer es herkommen mag. Dann kommen wir zu Horen. Horen ist eine Burg in Vampire's Dawn 2. Dieses Stück hat aber auch viele andere Namen, je nachdem, in welchem Maker-Spiel es verwendet wurde. Das Original ist mir jetzt nicht direkt geläufig. Und das ist ein bisschen das Pendant zu Dagger 5, hieß es, glaube ich, was ich im ersten Spotcast erwähnt habe, wo ich gesagt habe, okay, das ist das Stück, das findet ihr in jedem zweiten mittelalterlichen RPG-Maker-Spiel, wird hier immer für ein Schloss eingesetzt, wird immer für eine Burg eingesetzt, ist immer dasselbe, wird immer wieder genommen, weil es so gut funktioniert und weil es niemanden verprellt, weil es einfach für jeden ein ganz guter Klang ist. Und Horin ist das Gleiche, nur etwas epischer, etwas mannhafter, etwas martialischer und etwas schwungvoller, sage ich mal. Findet ihr in jedem zweiten Maker-Spiel dieser Zeit, der 2000er, wurde immer wieder gerne genommen, weil es klanghaft ist, weil es Spaß macht. Horen. Kommen noch einmal zu Vampire's Dawn 1, wo es das Stück Final Music gab.
Finalmusik spielt in dem kirchlich angehauchten Untergrund, dem Enddungeon von Vincent Vaynard, dem, wie sich dann herausstellen soll, Spoiler, Schöpfer aller Vampire und zugleich auch dem Anführer des Heiligen Kreuzzugs gegen die Vampire. What a twist, wow. Und dieser Endkampf, dieser lange, lange Dialog mit Flashbacks und allem und eben diese kirchlich angehauchte Umgebung, dieser Thronsaal, möchte man fast meinen, ist dann eben untermalt mit dieser Final Music, die so einen ruhigen, dramatischen, aber auch finalistischen und fatalistischen Touch hat in seiner Ruhe. Ja, das ist so ein bisschen das finale und endgültige Gefühl, dass man jetzt am Ende aller Dinge, dass man jetzt wirklich beim großen Endboss ist. Und da könnte es, finde ich, gar keine bessere Untermalung als dieses Stück Final Music geben. Auch da wüsste ich gerne, wo das herkommt. Denn ich habe in einem RPG Maker Stück nie wieder sowas gehört. Kann man es noch subtil epischer haben? Ich denke nicht. Und damit geht es auf zu Final Music. In Vampire's Dawn 2 wurde dann schließlich auch in einer bestimmten Szene After the Storm eingesetzt, ein Stück, bei dem ich ebenfalls gerne wüsste, wo es denn ursprünglich herkommt. Denn es hat einen enorm ikonischen Klang, würde ich sagen, in seiner Endgültigkeit, in seiner Hoffnungslosigkeit. Denn dieses Stück spielt, wenn man mit der Semi-Protagonistin Nyria und einigen anderen Rittern in eine eigentlich von starken und guten Rittern besetzte Höhle kommt. Na, es ist eine Zuflucht für sie. Sie flüchten sich dorthin, weil sie gerade ein Schloss verloren haben. Und hier soll eigentlich alles mit starken Ersatzrittern voll sein. Aber sie betreten diese Höhle und sehen einen riesigen Batzen Blut. Sie wandern durch diese Höhle und merken, alles hier ist tot. Es liegen unzählige, zerfetzte und zerstückelte Leichen eben jener Ritter herum, die doch ihre Rettung sein sollten. Hier lebt gar nichts mehr. Hier bewegt sich nichts mehr. Hier ist alles ruhig. Es ist eine tödliche Stille. Und dieses Stück, After the Storm, buchstäblich nach dem Sturm, untermalt das ganz wunderbar, diese vollkommene Hoffnungslosigkeit und diese Tristesse, weil alles hier tot und alles verloren ist. Das ist ein sehr kurzes Stück, aber es ist ein sehr prägnantes Stück und die Funktion, die es haben soll, die füllt es perfekt aus. Wir sind noch immer bei Vampire's Dawn, da kommen heute die meisten Stücke her und wir sind jetzt bei Trident spielt in Vampire's Dawn 2 in der Ebene der Blutgeister. Ihr wisst schon, Vampire werden in Vampire's Dawn geköpft, sie kommen in die Ebene der Blutgeister, wo sie unendliche Qualen leiden. Und diese unendlichen Qualen, diese äußerst unangenehme Atmosphäre, diese lebensfeindliche und grausame und morbide und blutrünstige Atmosphäre, dieses Leid, das da an dieser Blutgeistebene herrscht, wenn man mit Elaine als Blutgeist dort nach Vincent Vane als Blutgeist sucht. Das bringt Trident gut rüber, denn es ist ein sehr, sehr sinistres und ein sehr niederträchtig klingendes Stück, das nur darauf wartet, einem Leid zu bereiten. Und ich finde, deswegen ist es ein sehr, sehr ikonisches Stück, das man nicht so schnell vergisst. Thank you.
Weiter geht's mit Vampire Stone 2 in Warlord. Warlord ist ein sehr wichtiges Theme für das Vampire Stone 2 Spiel, weil es sehr oft in einer wichtigen Story-Sequenz eingespielt wird, wenn es um die magische Elras-Tafel geht, das Objekt der Begierde in Vampire Stone 2, der große Plot-Aufhänger. Diese magische Tafel, die von allen Fraktionen, den schwarzen Elras-Magier, den Clan-Kriegern und auch den Vampiren gewünscht ist, ne, die sie alle haben wollen. Immer wenn der Flashback eingespielt wird, wie es ursprünglich überhaupt dazu kam, dass diese Tafel in 9 Teile geteilt wurde, dann spielt eben Warlord, weswegen man sich als Spieler an dieses Stück gewöhnt und das auch ein Stück weit mit dieser Szenerie der Tafel, den Fraktionen, die sich gegenseitig bekriegen, verbindet. Das Stück wird auch in anderen Spielen verwendet und meist auch sehr gut, weil es einfach ein sehr, sehr starkes, martialisches, kriegerisches, düsteres Theme ist. Aber es ist geprägt auf Vampire Stone 2. Man kann nicht anders, man kommt nicht umhin, als an Vampire Stone 2 und die Tafel-Flashbacks zu denken, wenn man Warlord hört. Wir schließen Vampire Stone endlich ab mit Resident Evil Code Veronica Destruct. Das ist das Stück, was in Vampire Stone 2 spielt, wenn der alte Opa seinem Enkel Simon davon erzählt, welche Quests wir als Spieler, die Vampire, alles erfüllt haben. So, und dann gibt es eine riesige Questrückschau, die nicht überspringbar ist. Da gibt es sicherlich viele Vietnam-Flashbacks, die Vampire Stone-Spieler haben, wenn sie Vampire Stone 2 mehrmals durchspielen.
Aber wenn man das erste Mal sieht, dann ist das wirklich ein tolles Gefühl, dass Malek sich hier die Mühe gemacht hat, dem Spieler alle Sachen aufzuzeigen, alle Quest-NPCs aufzuzeigen, die man beeinflusst hat. Und dann gibt es auch jeweils mehrere Optionen. Hast du die Quest erfüllt und den Questgeber leben lassen? Hast du sie erfüllt und ihn getötet? Hast du sie nicht erfüllt und ihn getötet? Hast du sie gar nicht erfüllt und ihn leben lassen? Das sind die vier Optionen. Und manchmal gibt es sogar noch mehr als das. Und auf die geht der Großvater dann ein. So kann man auch mit mehreren Durchgängen Sachen verändern. Und das ist ein sehr, sehr tolles Gefühl von Einfluss und von Macht in dieser Welt, dass man wirklich etwas getan hat, was Einfluss hatte. Und mit dieser Musik fühlt sich das gleich nochmal besser an, weil diese Musik sich wirklich so wie ein Weiterziehen, wie ein Rückblicken, wie ein Finale anfühlt. Code Veronica, Destruct, gut ausgewählt, Marex. Jetzt noch mal ein paar einzelne Musikstücke aus anderen Spielen, die mir sehr wichtig waren. Wir haben da zum Beispiel Irgendwo anders. Ein Stück, das 2008 in Sonnenschauer Anwendung fand. Sonnenschauer von Kelvin, ein wunderbares Spiel, empfehle ich an jeder Stelle. Und Irgendwo anders, das Spiel hat allgemein einen sehr starken Soundtrack. Definitiv ein gerippter Soundtrack, natürlich, aber ein starker Soundtrack. Und Irgendwo anders, das irgendwo anders herkommt, wird eingesetzt, wenn bestimmte Charaktere durch andere Dimensionen schreiten. Das ist gar nicht so, oder eben durch ein Wolkental. Und das ist, sind da gar nicht so dramatische Bezugspunkte oder dramatische Gebiete oder Locations, die da angesprochen werden würden mit diesem Stück, sondern das sind ganz ruhige Locations und jetzt auch nur so Zwischendinger. Aber dieses Stück klingt perfekt nach Irgendwo anders, wenn ihr mich fragt. So, das klingt wirklich so, als würde man in eine weit entfernte Dimension wandern, na, durch eine ganz andere, mysteriöse, irgendwie magische, andersartige, fremde Welt. Na, alles ist unbekannt, aber es ist auch irgendwie dramatisch, es ist vielleicht ein bisschen bedrohlich, aber es ist irgendwo auch wunderschön. Das spielt sich akustisch in Irgendwo anders ab und spiegelt sich wieder, wenn ihr mich fragt. Ich hatte vorhin von SS-13 gesprochen, das positive und belebende Stadt-Theme. Mysterious Cave ist das positive und belebende Dungeon-Theme, das ich jetzt zum Beispiel aus Feuer um Mitternacht oder Eternal Legends kenne.
Da steht zwar Mysterious Cave drunter, also ist der Titel des Stückes, zumindest in Eternal Legends und Feuer um Mitternacht war das so, aber es klingt nicht wirklich nach einem Stück, das man in einer mysteriösen Höhle hört, sondern es ist auch so ein übereuphorisches, positives und unschuldiges und wirklich, ja, einfach stimmungsvolles Stück, das einen die Lebensgeister belebt. So, das begleitet einen durch einen friedlichen Wald, durch ein friedliches kleines Städtchen und man hat Spaß. Mysterious Cave. Final Countdown. Final Countdown ist sicherlich ein Musikstück, auf das ich nicht näher eingehen muss. In seiner MIDI-Version allerdings wurde es einige Male in verschiedenen Spielen verwendet, vor allem natürlich in humoristischen Spielen. Ich persönlich habe es als Kind kennengelernt in Ritter on the Run, ein kleines Gag-Comedy-Pac-Man-Spiel, das ganz gut funktioniert hat und ganz gut gealtert ist, habe auch ein Review dazu in der Staubstube veröffentlicht. Aber wenn man nicht mal im Finale, sondern mitten im Spiel einen kleinen Max durchmachen muss, ein paar Stadtbewohner, die einen verfolgen, weil man Schaden angerichtet hat, auf einem Berg, auf einer Bergspitze da diesen Climax durchschreiten muss und da gegen diese Dorfbewohner kämpfen muss, dann spielt Final Countdown und das hat mich als Kind unheimlich mitgerissen, dass da gerade dieses Stück spielt und hat das für mich alles sehr viel dramatischer und gewichtiger gemacht und mehr gibt's dazu gar nicht zu sagen, es funktioniert als MIDI unheimlich gut, dieses Stück und wurde dann auch teilweise richtig, richtig toll eingesetzt. Final Countdown. Thank you.
Noch einmal etwas aus Eternal Legends, und zwar spielt das Stück Szene, okay, spielt, wenn man seinen Flieger, wenn man sein Flugzeug das erste Mal bekommen hat in Eternal Legends. Ne? Es ist ein Semi-Open-World-Spiel, dass man erst zu Fuß, dann mit Schiff und schließlich dann aber auch mit seinem Space-Flieger beschreitet, so dass man dann auf alle Kontinente überall hin kann. Ihr kennt das Prinzip. Und dieses Stück spiegelt dann die Freiheit wieder, die man als Spieler hat. Na, man kann plötzlich überall hin, man ist frei, man ist ungezügelt, man ist ungebunden. Eine ganz neue Energie, eine ganz neue Motivation steigt in einem auf, im Spieler, in den Helden. Szene. Wir sind fast schon beim Schluss angekommen. Ich bin heute ein bisschen durchgerusht. Xenosaga, The Resurrection. Xenosaga, ein ganz, ganz wunderbares Spiel. Und The Resurrection, ein fantastisches, dramatisches und gefühlvolles Stück, das eingesetzt wird in Eterna von Kelvin, einem sehr frühen 2000er RPG-Maker-Spiel. Einem frühen 2000er Rollen-Fantasy-Rollenspiel, wollte ich sagen. Und es wird eingesetzt
wenn man dem großen, schrecklichen Boss, dem letzten Feind, dem großen Antagonist, dem Gehörnten, dem Gott aller Untoten, wenn man so möchte, gegenübertritt, nachdem man sich lange, lange, lange so durch seinen Knochenturm und durch seine untoten Heere und Armeen und Offiziere und wie sie nicht alle hießen und waren, gekämpft hat, tritt man ihm persönlich endlich gegenüber dem großen Schrecken, den man von Anfang an nur angeteasert bekommt und von dem man nur erzählt bekommt. Und man darf ihm gegenübertreten, man darf mit ihm sprechen und sein Auftritt, den Calvin damals szenisch sehr, sehr gut inszeniert hat, was er heute nicht mehr so machen würde nach eigener Aussage, aber es hat wunderbar funktioniert. Er hat leider das Stück dann auch ausgetauscht aufgrund der, ja, des kommerziellen Hintergrundes von diesem Stück, Xenosaga der Resurrection, was sehr, sehr schade ist. Aber auf RPG Maker Boss Battles, meinem YouTube-Kanal, kann man unter anderem das Ende noch mit Originalton sehen. Und hier spiele ich es deswegen auch gleich mal mit Video ein, damit ihr seht, was für eine fantastische Wirkung das zusammen hatte. Chapeau, Calvin. Ich meine, man muss sich auch anhören, wie in der Mitte des Stückes, ich habe gerade noch mal reingehört, wie dann die Chöre langsam anschwellen und unheilvoller werden. Und das ist dann der Moment, wenn der Gehörnte wirklich in Erscheinung tritt. Und wie Calvin das getimed hat, ist einfach fabelhaft, ne? Fabelhaft. Zum Schluss bekommen wir nochmal etwas richtig rasend Dramatisches, etwas Unheilvolles, etwas Bedrohliches, etwas Adrenalingeladenes. Wir bekommen Valancourt's Dinner. Valancourt's Dinner spielt selbstverständlich im Finale von Dreamland R, dem meiner Meinung nach besten deutschen Horror-RPG-Maker-Spiel von Zhu Dor oder auch The Real Kenji, wie er früher hieß. Und das Spiel ist an und für sich schon sehr gut durchinszeniert. Perfekte Inszenierung, Story, Grafik, alles ganz toll. Musikalisch lässt es sich auch wenig zu Schulden kommen, aber wenn es dann am Ende darum geht, dass die Helden, die wenigen, die das Dreamland überlebt haben, dass sie dann vor Valancourt, dem Wächter dieser Welt, dieser Hölle, was auch immer, stehen und er sagt, ihr habt lange überlebt, Schatten eurer selbst, aber jetzt ist es Zeit, dass wir das alles zu Ende bringen, dass wir das Ende einläuten in dieser letzten aller Welten, jetzt müsst ihr sterben. Und dann werden hunderte Untote unsere Helden jagen. Das letzte Mal beginnt eine Flucht, das letzte Mal beginnt das Aufbäumen dieser Helden, nicht zu sterben, dieser Helden, dieser Protagonisten meine ich, das sind bei weitem keine Helden. Aber dann wird dieses Stück eingespielt und dann hat man diese hektische und dramatische und unheilvolle Verfolgungsjagd, die so viel bedrohliche und düstere Energie hat. Ich habe den Ersteller mal gefragt, wo das Stück herkommt und er meinte, es kommt aus einem alten Berserk-Game. Also Berserk, den Anime kennt ihr vielleicht, aber es ist ultra unbekannt. Na, heute kennt es keiner mehr und für mich ist es das Dreamland R-Finalstück. Ich spiele das Video ein von RPG Maker Boss Battles. Viel Spaß. A thousand eyes look.
und das war es auch schon. Ich bin heute ein bisschen durchgerusht. Ich war heute natürlich wieder nicht ganz bei mir, habe ein bisschen gestottert hier und da. Da entschuldige ich mich, aber ich weiß auch, ihr versteht das und ihr seid verständnisvoll. Und dafür möchte ich mich selbstverständlich auch bedanken. Es waren ein paar Stücke, die waren mir noch sehr wichtig. Gerade der große Mondscheinblock am Anfang, das muss man nochmal in die Erinnerung rufen. Das muss man nochmal realisieren, wie fabelhaft und wie über jeden Zweifel erhaben die Inszenierung teilweise damals war, was Anikun sich für eine Mühe gegeben hat, trotz der Humoristik seines Spiels einen solchen Brecher von einem Finale, von einer Finalsequenz rauszuhauen. Einer der Gründe, warum das Spiel sicherlich so gut in Erinnerung geblieben ist. Aber ich gerate schon wieder ins Wamblen. Ich bin fertig mit diesem Spotcast. Ich bin fertig mit den Musik-Maker-Musik-Spotcasts. Ich hoffe, es hat euch wieder irgendetwas gegeben. Ich hoffe, ihr konntet auch wieder Nostalgie schwelgen. Das würde mich sehr freuen. Guckt doch einmal die Beschreibung für die anderen Spotcasts für weitere RPG-Maker-Themes. Ansonsten bitte gerne mal wieder einschalten. Würde mich freuen. Sagt mir, was euer Lieblingsstück ist, was ihr in Zukunft vielleicht noch hören wollt. Dankeschön. Garantiert geistlos. Ciao.